Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Roland Barthes, Fragmente einer Sprache der Liebe. Heute, ich bin verrückt. Hoppla. Ich bin verrückt. Verrückt, das liebende Subjekt wird von der Vorstellung heimgesucht, verrückt zu werden oder zu sein. Ich bin verrückt, weil ich verliebt bin. Ich bin es nicht, weil ich es aussprechen kann. Mein Bild verdoppelt sich. In meinen eigenen Augen wahnwitzig, ich kenne meinen Wahn, lediglich unvernünftig in denen des anderen, dem ich meine Verrücktheit sehr einsichtig gestehe. Mir dieser Verrücktheit bewusst, sie in Sprache bannend. Jeder Liebende ist verrückt, glaubt man. Vermag man sich aber auch einen liebenden Verrückten vorzustellen? Durchaus nicht. Ich bin nur zu einer armseligen, unvollständigen, metaphorischen Narrheit berechtigt. Die Liebe macht mich gleichsam verrückt. Aber ich kommuniziere nicht mit der Übernatur. In mir ist keinerlei Heiliges. Meine Verrücktheit, schlichte Unvernunft, ist platt, sogar verborgen. Überdies vollständig von der Kultur gedeckt. Sie flößt keine Angst ein. Und doch ahnen gerade im Stande der Liebe manche vernünftigen Subjekte ganz plötzlich, dass die Verrücktheit da ist, möglich ist, ganz nah ist. Eine Verrücktheit, in der die Liebe selbst unterginge. Verrückt ist, wer über keinerlei Macht verfügt. Was? Der Liebende kennt keinerlei Machtstreben? Gleichwohl ist meine Sache die der Unterwerfung. Unterworfen als Unterwerfungslüsterner erlebe ich auf meine Weise die Lust an der Macht, die Libido dominandi, die Herrschsucht. Verfüge ich nicht in gleicher Weise wie politische Systeme über einen ordentlichen Diskurs, das heißt über einen Diskurs, der stark ist, wendig, deutlich artikuliert? Und doch liegt gerade darin meine Besonderheit. Meine Libido ist völlig umzingelt. Ich bewohne keinen anderen Raum als den der dualen Beziehung der Liebenden. Kein Atom von draußen, also auch kein Herdenmensch-Atom. Ich bin verrückt. Nicht, dass ich originell wäre, grobe List der Konformität, sondern weil ich von jeder Sozialität abgeschnitten bin. Wenn die anderen Menschen in je verschiedenem Ausmaß stets Streiter für irgendeine Sache sind, so bin ich selbst doch Kämpfer für nichts. Nicht einmal für meine eigene Verrücktheit. Ich nehme nicht teil, so wie man von jenen anderen sagt, er symbolisiere nicht. Was sagt Roland Barthes hier über den Diskurs der Liebe? Liebende scheinen verrückt zu sein, verrückt, aber nur halb verrückt. Sie sind nicht verrückt im Sinne einer Krankheit, die auch in die Psychiatrie gehörte, von der man geheilt werden müsste, sondern sie sind einfach nicht normal, sie verhalten sich nicht normal wie die anderen Menschen. Er sagt, liebende Verrückte seien nicht vorstellbar. Das weiß ich nicht. Das ist, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass auch sogenannte in der Psychiatrie inzwischen beheimatete, sogenannte Verrückte, von denen redet man ja nicht mehr als Verrückten, leben können. Das weiß ich eben auch aus sozusagen eigener Erfahrung, weil mein Mann regelmäßig in Psychiatrien geht und von sehr vielen psychisch kranken Menschen spricht, die sich verlieben und auch nicht zuletzt ständig in ihn verlieben.
Roland Barthes sagt des Weiteren, dass der Liebende keinerlei Macht ausübe, aber sich unterwerfe. Das, und zwar jetzt nicht im Sinne einer politischen Unterwerfung, sondern in einer Unterwerfung, die ihn eben abschneide, auch von jeder Sozialität, ihn nur binde an dieses Geliebte gegenüber. Und sozusagen einen verrückten Dialog mit ihm herstelle. Das Thema, dass Liebe eine Verrücktheit sei, ist besonders schön auch von Shakespeare behandelt worden. Shakespeare, der immer gesagt hat, in vielen seiner Stücke, Love is a folly, Liebe ist eine Verrücktheit. Und ich möchte hier heute nur zwei Schauspiele heranziehen, die dieses Thema der Verrücktheit von Liebenden bei Shakespeare beschreiben. Und das ist zum einen natürlich Romeo und Julia, aber zum anderen auch eine Komödie, nämlich der widerspenstigen Zähmung. Romeo und Julia von Shakespeare, die Geschichte zweier Liebenden, die aus zwei verfeindeten Familien kommen. Romeo stammt aus der Familie der Montagues und Julia aus der Familie der Capulets. Und sie verlieben sich ineinander, wider alle Vernunft. Ihre Liebe ist nicht realistisch. Romeo sagt in ersten Akt, Szene 1, Love, love is a madness most discreet. Eine sehr heimliche Verrücktheit, die eben nicht sich öffentlich machen will. Und sein Freund Benvolio sagt zu ihm, Art thou mad? Bist du verrückt? Romeo antwortet, Not mad, but bound more than a bad man is. Ich bin nicht verrückt, aber angekettet, stärker angekettet als ein verrückter Mensch es ist. Das ist in der zweiten Szene des ersten Aktes. Ihre Liebe ist nicht realistisch. Sie können nicht zueinander kommen, da das ihre Familie nie zulassen wird, und deswegen muss ihre Liebe sich heimlich vollziehen, und sie wird auf der anderen Seite durch das schreckliche Ende, das die beiden Liebenden erleben, dass sie Selbstmord begehen und ihre Familien sich über ihren Leichnamen versöhnen werden, wird sie zum Heil der Gesellschaft. Liebe hier bei Shakespeare ist eine Verrücktheit im Sinne von einer nicht realistischen Haltung, die aber zum Heil der Gesellschaft anregen soll, die ein Ideal ist. Liebe überwindet die realistische Aggressivität, alle Gewalt, die in der Welt herrscht, die überwindet Liebe. Sie ist in dem Sinn nicht realistisch, aber sie ist ein Ideal, was man wertschätzen muss. Immer wieder hat Shakespeare sich Aussagen gemacht über die Liebe, zum Beispiel auch im Kaufmann von Venedig. Love is blind and lovers cannot see. The pretty follies that themselves commit. Liebe ist blind und Liebende sehen nicht. Und da gibt es eben hübsche Verrücktheiten, die sie begehen. Oder wie es euch gefällt, in dem Stück, wie es euch gefällt. If thou rememberst not the slightest folly that ever love did make, thee run into... Thou hast not loved, wenn du dich daran erinnerst, nicht an die kleinste Verrücktheit, dass die Liebe
machen kann, wenn that ever love did make thee run into zu der dich die Liebe verleitet hat, wenn du dich in Liebe verrannt hast, dann hast du nie geliebt. Ein Liebender muss Verrücktheiten begehen. Nur wenn er Verrücktheiten begeht, kann er auch sozusagen sicher sein, dass er liebt. Er stellt sich eben außerhalb der normalen, vernünftigen, realistischen Welt in eine eigene Welt mit eigenen Gesetzen. Shakespeare verwendet da unterschiedliche Begriffe. Einmal Folly und einmal Madness. Folly ist eine Verrücktheit im Sinne von einer Dummheit. Das, was ein Narr tut, ein Fool tut, der ja gerade auch in der Zeit um 1600 und auch später im Barock den Herrschenden einen Spiegel vorhält, ihre realistische Art und Weise im Spiegel verzerrt darstellt und deswegen auch so wichtig ist für den barocken Herrscher. Während Madness ist eine Bösartigkeit, eine Wütendheit, etwas wirklich Geisteskrankes, was hier sozusagen auch immer wieder angesprochen ist und das eben auch in Romeo im ersten Akt. Ich bin nicht verrückt, aber angekettet, wie es viele Verrückte sind, denn in den damaligen sogenannten Irrenanstalten wurden die Verrückten eben angekettet. Liebe bei Shakespeare als ein Ideal. Und ein Ideal, das der Gesellschaft vorgehalten wird, um ihre Aggressivität, ihre Bösartigkeit deutlich aufzuzeigen. Und auf eine sehr spezielle Art und Weise geschieht das noch in der widerspenstigen Zähmung, hier eben in einer Komödie, wo sich die Liebenden auch ziemlich verrückt verhalten. Und zwar am Anfang vor allem Petruchio. Von Katharina stellt sehr schnell fest, dass dieser Petruchio wirklich half-lunatic ist, also irgendwie mondsüchtig und verrückt ist. Und er erscheint dann auch tatsächlich zu der Hochzeit mit Katharina, die er heiraten soll, und zwar schnell heiraten soll, damit ihre beiden anderen Schwestern dann auch freien dürfen. Er scheint in einem total verrückten Aufzug verkleidet, er verhält sich vollkommen verrückt, wie ein Narr, wie ein in einem Narrenkleid. Und da wird eben von ihm gesagt, er had a mad brain. Er sei full of spleen, er sei a frantic fool, hiding his bitter jests in blunt behavior, mad Petruchio. Also, er hätte einen jetzt wirklich geisteskranken Verstand, er sei full of spleen. Spleen ist ein sehr schwieriger Begriff. Eigentlich Spleen ist die Milz, also eine Krankheit, Milzkrankheit, die verrückt macht. Er sei a frantic fool, ein ja, verrückter Narr, der seine Verrücktheiten und Narreteien in einem anstößigen Verhalten verberge. Ein mad Petruchio, ein geistesgestörter. Und so taucht er eben wirklich auf der Hochzeit in a mad attire, in einem verrückten Narrenkleid auf. Petruchio gebärdet sich toll, nimmt seine Katharina, sein widerspenstiges Käthchen, mit sich nach Hause und zähmt sie. Und da bekommt die Komödie einen Dreh, der sie auch heute noch, wie ich finde, für unsere modernen Liebenden doch interessant macht. Gott sei Dank.
ist es heute in unserer abendländischen Gesellschaft, europäischen Gesellschaft, nicht mehr üblich, dass die Männer die Frauen zähmen müssen. Weder mit Hunger noch mit Entzug von Mode. Es ist auch schon zu Shakespeares Zeiten in diesem Stück eigentlich ein irreal. Das zeigt das Vorspiel und das Nachspiel, aber darauf kommt es jetzt nicht an. Wichtig ist, heutzutage ist es Gott sei Dank nicht mehr möglich, dass die Männer uns noch zähmen müssen. Aber was diese Komödie dann doch noch bedenkenswert und überlegenswert für uns macht, ist der Umstand, dass wenn man anfängt zu lieben und einen anderen kennenlernt und seine Eigenarten kennenlernt, man sozusagen unter Liebenden eine gemeinsame Sprache entwickeln muss. Es gibt bei Paaren, die auch lange zusammen sind, eine Rede, eine Sprache, die andere nicht verstehen, die sie in den Augen der anderen verrückt erscheinen lassen, aber die sie sehr gut kennen, weil sie sich auf diese besondere, nur sie beide betreffende Art und Weise zu reden eingelassen haben. Und das finde ich eine der nettesten Interpretationen dieser Komödien, die für uns heute auch noch interessant ist. Käthchen muss sich auf eine verrückte Sprache Petruchios einlassen. Sie muss verstehen lernen, was er ihr sagen will. Und je besser sie das versteht, desto gewaltfreier, desto harmonischer wird ihre Beziehung und desto glücklicher wird ihre Liebesbeziehung. Und extrem passiert das auf der Heimreise von Petruchio und Katharina nach Hause zu Katharinas Vater und Schwestern, die jetzt eben auch Hochzeit feiern dürfen, weil die älteste Schwester eben auch schon verheiratet ist. Also Petruchio, Katharina und ein Diener brechen auf eine Reise und nun fängt Petruchio auf einmal an zu fantasieren. Petruchio, mein Gott, wie schnell, wie hell und freundlich scheint der Mond. Katharina, der Mond? Die Sonne, jetzt scheint ja nicht der Mond. Petruchio, ich sag, es ist der Mond, der scheint so hell. Katharina, ich weiß gewiss, die Sonne scheint so hell. Petruchio, bei meiner Mutter Sohn, und das bin ich, Mond soll sein oder Stern oder was ich will, ehe ich zu deinem Vater weiterreise. Geht nur und holt die Pferde wieder her, stets Widerspruch und nichts als Widerspruch, sagt der Diener zu Katharina. Gebt ihm doch recht, sonst kommt ihr nicht vom Fleck. Katharina, nein, bitt euch, kommt, da wir so weit gelangt, sei's Mond und Sonn und was dir nur gefällt, und wenn du willst, magst du's ein Nachtlicht nennen. Ich schwöre, es soll für mich dasselbe sein. Petruchio, ich sage, es ist der Mond. Katharina, natürlich ist der Mond. Petruchio, ei, wie du lügst, es ist ja die liebe Sonne. Katharina, ja, lieber Gott, es ist die liebe Sonne, doch nicht die Sonne, wenn du's anders willst. So wechselt auch der Mond nach deinem Sinn. Und wie du's nennen willst, das ist es auch. Und soll's gewiss für Katharinen sein. Der Diener, Glück auf, Petruchio, denn der Dienst, denn der Sieg ist dein. So geht das weiter. Sie treffen auf ihrer Reise auf jemanden und Petruchio zwingt Katharina, diesen alten Mann jung und schön zu nennen. Sie tut's dann auch. Der Alte weiß überhaupt nicht mehr, was die da reden. Aber die beiden finden sich in einem Dialog zusammen. In dem Fall muss sie vor allem seine Sprache lernen. Vor allem muss sie lernen, dass es eine eigene Sprache gibt, die nur sie beide verstehen. Und das ist dann auch das Nette an dieser Komödie. Denn ganz zum Schluss muss Katharina kommen, ihre Schwestern haben geheiratet, sind jetzt die eigentlich Widerspenstigen
Und Katharina muss ihnen eine Rede halten, wie man sich als wahre Ehefrau gebärden soll. Und sie vergeht in Demut, sie sagt, mein Mann ist mein Gebieter, mein Herrscher. Und das ist ein so netter Monolog, den sie da hält, den ich auch immer wieder gern im Unterricht lese. Also, und jetzt übertreibt sie die Rolle der demütigen Ehefrau und lehrt sozusagen ihre widerspenstigen Schwestern. Und das Ergebnis dieses Monologs ist, dass Petruchio hin und weg ist und sich ihr sozusagen vor die Füße wirft. Und die eigentliche Siegerin in diesem Fall nun, Katharina, ist, die gelernt hat, die besondere Sprache sprechen zu können, die in ihrer Ehe zu einem harmonischen Zusammensein führen wird. Und das ist eben, da übertreibt sie so wunderbar, dass man wirklich nur lachen muss und alle schon zu Shakespeares Zeiten laut gelacht haben, denn sie schildert da die Frau eben ganz unterwürfig und das bei einer berühmten Königin Elisabeth, die auch inkognito im Theater sitzt und sich halb kaputt lachen muss, wenn sie solche folgenden Worte hört. Dein Ehemann ist dein Herr, ist dein Erhalter, dein Licht, dein Haupt, dein Fürst. Er sorgt für dich und deinen Unterhalt, gibt seinen Leib mühselige Arbeit preis zu Land und Meer, wacht Nächte durch in Sturm und Tag in Kälte, wenn du im Hause warm und sicher ruhst, und fordert zum Ersatz nicht andern Lohn als Liebe, freundlich blicken und gehorsam. Zu kleine Zahlung für so große Schuld, denn was der Untertan dem Fürsten schuldet, gehorsam, schuldet auch die Frau dem Gatten. Und ist sie trotzend, launisch, trüb und bitter und nicht gehorsam billigem Gebot, was ist sie als ein tückischer Rebell? Und das im Angesicht einer Königin, einer Frau, die unverheiratet geblieben ist, die reich geworden ist durch ihre Herrschaft über die Männer, die sich ihr untergeben haben, und sozusagen nun eigentlich auch eine verkehrte Regierung, zumindest in den Augen der damaligen Welt, darstellt. Ich denke, das ist für mich immer das, was ich so an Shakespeare großartig finde. Die Liebe als Verrücktheit, die die Welt heilen kann. Und das andere, dass es zwischen Lebenden einen Dialog gibt, den andere nicht verstehen können, der ihre ganz spezielle, geheime, diskrete Sprache ist. Und finde ich nach wie vor überlegenswert und erheitert mich jedes Mal und erfreut mich jedes Mal aufs Neue.